Herzlich willkommen zu einem weiteren Video im Bereich der Ethik. Wir haben ja darüber geredet in den vergangenen Videos, wie können wir handeln. Es gibt ja nicht nur den normativen Aspekt, sondern auch den situativen und den existenziellen. Wie kann man also gerade in Situationen, wo es nicht einfach eine Bibelstelle gibt, die sagt, wie es ist, wie können wir da handeln, eine Güterabwägung machen, wo das eine Gebot gegen das andere abgewogen wird. Heute jetzt noch ein wichtiger Aspekt hier dazu, nämlich wie macht es denn Jesus, wie sagt er uns, wie wir es machen sollen. Und es gibt verschiedene Motivationen, wie wir handeln, zum Beispiel das Geld. Das ist nicht selten häufig das Element, das uns steuert. Wir haben da in Apostelgeschichte 24, 26 die Situation, dass Paulus gefangen ist und Felix möchte ihn gerade nicht loslassen, weil er von Paulus Geld erwartete. Das heißt, da war die Triebfeder das Geld. Das Geld steuert dann entsprechend das Handeln. Aber so soll es eben nicht sein. Oder Galater 2, Vers 6. Gott achtet das Ansehen der Menschen nicht. Oder wir machen das schnell mal. Wir schubladisieren, wir urteilen, was hat man mit der Person erlebt, wie hat sie vielleicht früher gelebt, wie erscheint sie heute und so weiter. Das heißt, wir urteilen nach äußeren Kriterien und das macht Gott nicht. Das ist eine Gefahr, dass man dann eben falsch handelt. Oder in Jakobus 2,3 haben wir die Situation, wenn da ein Reicher reinkommt in schöner Kleidung, dem bieten wir vorne den guten Platz an. Und wenn ein Sklave reinkommt mit schäbiger Kleidung, muss er sich irgendwo hinten hinstellen. Ja, das ist eine falsche Ausgangslage, wie wir handeln. Dann der Dienst vor Augen, das kommt in Epheser 6, 6, wie Kolosser 3, 22 vor. Da geht es um die Sklaven, wo denen Paulus eben sagt, dass sie nicht einfach nur dann gut arbeiten sollen, wenn der Arbeitgeber, wenn es der Chef gerade sieht oder der Sklavenhalter, sondern man soll gute Arbeit leisten, weil wir Kinder Gottes sind, wir dienen letztlich dem Herrn. Es ist Gott eine Ehre, wenn wir gut arbeiten, aber nicht nur, weil es der Chef sieht. Also auch da aufpassen, dass man nicht eine falsche Motivation hat, warum man gut handelt. Oder dann 1. Timotheus 5,8, wenn man die Seinen, vor allem seine Hausgenossen, nicht versorgt, so ist man schlimmer als ein Heide und hat den Glauben verleugnet. Also auch da, wenn man die Handlung von dem her steuern lässt, dass man dann das Geld vertrinkt oder verspielt und nicht mehr für die Familie da ist, das ist ein falsches Handeln. Das entspricht nicht dem, was Gott meint. Oder dann die Stelle von Römer 13, 13, es gibt natürlich sicherlich viele andere, aber wo es heißt Fressen, Saufen, Unzucht, Ausschweifung, Hader, Neid, das sind alles so Motivationen, die uns prägen können, den Weg bereiten, aber das ist eben das falsche Handeln. Wie sollen wir handeln? Und da gibt Gott uns viele Hinweise, und wenn man die erkennt, dass sich das durchzieht, durch die ganze Bibel hindurch, dann merkt man, das ist ein Grundsystem, das wir annehmen sollen. Das hat Gott ganz grundsätzlich gegeben. Ich lese da diese Verse aus Johannes 13, Vers 15. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Geht hier im Zusammenhang um die Fußwaschung. Jesus macht also etwas vor und unser Handeln soll dem entsprechen, wie es Jesus getan hat. Es gibt so Bändelchen um die Handgelenke, WWJD, What would Jesus do? Was würde Jesus in der Situation tun? Das ist die Frage. Also nicht nur die Frage stellen, sondern dass wir so umgepolt werden, dass wir so sinngeprägt werden von Gott, dass man dann automatisch eben im Richtigen handelt. Jesus macht es uns vor und unsere Aufgabe ist, das entsprechend zu kopieren. Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Also, was ist die Ausgangssituation, dass ich andere liebe? Die Ausgangslage besteht darin, dass Jesus uns zuerst geliebt hat. Das heißt, das, was wir tun, ist das, was Gott schon getan hat. Meine Motivation ist nicht der andere Mensch oder Geld oder Ruhm oder Sex oder wie auch immer, sondern die Motivation ist, Jesus zu kopieren. Er wohnt in unseren Herzen, er gewinnt Raum in unseren Herzen. Es geht darum, dass ich das umsetze, was er in mich hineingelegt hat. Ja, demnach, in dem
Maße, wie ich im Bilde Gottes umgestaltet werde, werde ich auch dasselbe tun, wie Jesus eben getan hat. Und das zeigen diese Bibelstellen da eben ganz, ganz gut. Und das ist ein Element, das durch die ganze Bibel sich durchzieht. Johannes 15, Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Das ist immer wieder die Motivation, ich diene nicht aus mir, sondern ich werde zuerst geliebt und deswegen gebe ich das weiter. Das heißt, das ist dann nicht ein Krampf, das umzusetzen, sondern mein Anteil besteht darin, mich in die Herrlichkeit Gottes zu begeben, damit ich umgestaltet werde. Ich werde schrittweise in das Bild von Jesus umgestaltet, wie das 2. Korinther 3,18 sagt. Und das bedeutet, dass ich von innen her beginne, so zu handeln, wie es Jesus getan hat. Es geht also nicht darum, dass ich jetzt nur äußerlich sage, oh, er hat es getan, dann muss ich es auch tun, dann bin ich ein guter Christ, sondern der Weg ist umgekehrt, weil er mich innerlich verändert, werde ich zunehmend das tun. Aber so sehen wir, wo wir da in der geistlichen Linie drinnen sind. Ich handle, weil Gott entsprechend gehandelt hat. Johannes 20, Vers 21. Spricht Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also auch da wieder diese Abhängigkeit, alles kommt von Jesus und deswegen, so wie er es getan hat, handeln wir auch. Das ist der Kreislauf. Römer 15, Vers 2. Ein jeder von euch lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle, zum Guten und zur Erbauung, denn auch Christus hat nicht an sich selbst gefallen, sondern, wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähten, sind auf mich gefallen. Also auch da wieder, wie sollen wir umgehen, dem Nächsten zu gefallen leben, weil auch Jesus nicht auf sich geschaut hat, sondern zugunsten des Anderen gelebt hat, entsprechend sollen wir auch zugunsten des Anderen leben. Ich nehme dann noch Vers 7, darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Also auch das Annehmen, ich nehme die nicht an, weil ich einfach muss, sondern weil Jesus mir vorangegangen ist, er jetzt in mir lebt und dies in meinem Leben nun beginnt umzusetzen. Das heißt, das Normale ist, dass ich selber auch so beginne, das umzusetzen, was Jesus eben da am Tun ist. Super, dann haben wir Epheser 4, Vers 19. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Aha, wie handelt Jesus? Ah, er hat so gehandelt, darum wir auch. Je mehr wir umgestaltet werden in das Bild von Jesus, werden wir auch entsprechend dann leben. Und 4, Vers 32, seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das heißt, das ist ein Leitfaden. Wie sollen wir handeln? Worum geht es in der Gemeinde? Wir kopieren Jesus. Das heißt, alles, was wir tun, kommt auch entsprechend aus seiner Kraft heraus. Philipper 2, Vers 5, seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Also, Jesus kopieren, das zieht sich durch, das ist zentral. Noch 3, Vers 17. Ahmt mit mir Christus nach. Oder seid meine Mitnachahmer, Brüder und Schwestern, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Also, Mitnachahmer Christi. Entsprechend so, wie es Paulus auch ausgelebt hat. Dann Kolosser 3, Vers 13. Ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Okay, also das ist etwas Zentrales. Ich mache nicht etwas von mir, sondern ich übernehme das, was Jesus getan hat. Da kann ich schauen, was ist der richtige Weg. Dann 1. Johannes 3, Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Also das musst du nicht gleich mit dem Tode beginnen, sondern dass man sich entsprechend für die anderen investiert.
das Sterben dann für die Leute ist dann sicher die Extremposition. Aber wiederum das eben kopieren. Dann 4, Vers 7. Ihr Lieben, lasst uns untereinander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Also auch da wiederum, es beginnt in Gott. Ich handle nicht aus mir selber. Alles, was ich tue, gründet in Gott und darum immer von Gott her denken und auch von seiner Kraft her. Vers 11. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir auch uns untereinander lieben. Also dieser Zusammenhang, es wird deutlich, alle Ecken und Enden sprechen vom selben. Noch Vers 19, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ja, immer die Reihenfolge beachten. Zuerst von der Liebe empfangen, damit man dann von Herzen weitergeben kann. Sonst wird es streng, sonst wird es gesetzlich, wenn ich aus eigener Kraft das versuche zu geben. Ich nehme noch Matthäus 18, Vers 33. 18,33. Die ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Jetzt hier natürlich in einem Gleichnis, aber da kommt es auch sehr deutlich hervor. So wie Jesus gehandelt hat, sollen wir auch. Und dann nach 20, Vers 27. Wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Also, das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Es zeigt uns, wie wir handeln sollen. Die Motivation kommt immer von Jesus. So, wie hat denn Jesus gehandelt? Wenn wir also Jesus kopieren sollen, dann schauen wir doch mal, ja, wie hat denn das Jesus gemacht? Und da ist so ein Element im Johannesevangelium, das immer wieder durchkommt. All diese Stellen sind alle aus dem Johannesevangelium, wo es eben heißt, dass Jesus nur das getan hat, was er den Vater tun sieht. Oder die Werke, die der Vater tut, hat er uns dann gegeben. Oder hat der Vater dem Sohn gegeben, diese hat er umgesetzt. Und das kommt in allen diesen Stellen auf die eine oder andere Art und Weise vor. Der Sohn tut nichts von sich aus, sondern nur, was er den Vater tun sieht, die Werke, die der Vater ihm gibt, die setzt er um. Er ist also permanent in dieser engen Gemeinschaft. Und das heißt, für uns ohne Jesus können wir nichts tun. Wie das 15,5 ja sagt, das Gleichnis mit dem Weinstock, ohne in dieser nahen Verbindung zu sein, geht es nicht. Und das, was Jesus hier umsetzt, das kommt dann in Epheser 2, Vers 10 wiederum zum Ausdruck. Und das lese ich noch. Epheser 2, Vers 10, denn so wie Jesus gehandelt hat, dass er nur das umgesetzt hat, was vom Vater ist, das ist auch ein Auftrag an uns. Epheser 2, Vers 10, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also nicht irgendwas tun, sondern in den Werken sein, die Gott vorbereitet hat. Wir setzen also auch diesbezüglich nur das um, wie es eben schon Jesus getan hat. Wir handeln so, wie Jesus gehandelt hat. Ja, wenn Jesus alles in der Abhängigkeit zu Gott getan hat, so sollen wir es eben auch tun. Alles in dieser Abhängigkeit zu Jesus. Und damit können wir mehr und mehr erkennen, wie wir handeln sollen. Es ist seine Prägung, seine Sinnprägung, die uns verändert und damit automatisch zu Menschen macht, die immer mehr in seinen Geboten drinnen sind. Nun, ich hoffe, das hilft noch, das Bild der Ethik ein bisschen abzurunden. Bis dann zu einem späteren Video wieder.